Moment, der Song ist, wir haben vorher das gerade schnell reproduziert, der ist 15 Jahre alt. Also der Song ist vor 15 Jahren geschrieben worden. Ist eigentlich überhaupt der erste Song, den wir so in dieser Konstellation geschrieben haben. Ich weiss gar nicht mehr, wie ist das genau gegangen? Du bist glaube ich mit einem Text gekommen zu mir. Ja, genau. Ja, und das, also nur schon der Entstehung vom Text war ja mega speziell gewesen. Weil ich hatte dort eine Anfrage gehabt, dass ich einen Text schreiben soll. Für einen Song, der schon gestanden ist, für jemand anderen. Und habe dann anhand von dem Song und von der Rhythmik von dem Song den Text geschrieben. Und dann hat der aber nicht gefallen und nicht gepasst, was ja völlig legitim ist. Und ich habe gefunden, hey, ich finde den Text geil, ich will den behalten. Und habe dann den Pascal geschickt. Und dann hast du, also es ist wirklich, ich mag mich erinnern, ich glaube 20 oder 25 Minuten später, hast du dann angerufen und hast gesagt, so, du, ich habe einen Song gemacht. Und das war dann so die erste Version vom Weitergehen. Das war, glaube ich, auch in einer Zeit, in der wir uns eigentlich entschieden haben, zum Schweizerdeutsch zu schreiben. Gell? Vorher sind ja teilweise so ein bisschen englische Sachen noch zum Thema gestanden. Und das war dann meines Wissens eigentlich der erste Schweizerdeutsch Song, den wir so geschrieben haben. Das stimmt im Fall. Warum hat das 15 Jahre gebraucht, bis wir jetzt den veröffentlichen? Also ein Hit ist er eigentlich erst geworden, wo der Sam und ich dazu gekommen sind. Logisch! Logisch! Ein Stück weit ist das zu einem neuen Song geworden auch. Obwohl wir ihn ein paar Jahre vorher geschrieben haben, der Song hat recht viele Veränderungen auch erlebt. Ja. Weil wir uns auch überlegt haben, wie soll Musik tönen heutzutage? Oder was macht denn das aus, dass ein Song vielleicht gefällt oder zu einem Ohrwurm wird? Mhm. Und das war, glaube ich, noch eine Challenge für uns alle, um einen Song, der ja schon bestanden hat und wo man ja eigentlich einfach so ein bisschen aus dem Ärmel hätte können schütteln können, sich jeder noch mal hat ein Stückchen müssen neu erfinden. Mhm. Aber das hat es auch spannend gemacht. Weil, also weißt du, ist es möglich, so einen alten Song, der ja doch seine 15 Jahre quasi auf dem Buckel hat, kann man den noch mal in eine neue Version nehmen? Und auch für mich war es spannend, einen Text, den du schreibst vor 15 Jahren, weißt du, wie fühlt sich das an, den immer wieder zu machen, beziehungsweise noch mal neu darauf zu fokussieren und ins Studio zu gehen und zu sagen, jetzt machen wir ihn. Und das Coole finde ich bei diesem Song, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass er nicht passt. Also, dass er irgendwie vorbei ist oder dass der Text nicht mehr passt oder irgend so etwas. Also. Der Song selber hat sich ein bisschen gewehrt, oder? Der hat sich... Um nicht zu sagen, sich werden umbringen, oder? Er hat sich eigentlich... Ja, das ist ein Crisis. Was vielleicht du am besten erzählen. Gruß an Bernd. Übrigens, hören dir, was wir schwätzen? Willkommen hier in die Songtaufe. Wir haben ja ein kleines Konzert gemacht. Und ich sage, im November letztes Jahr, oder? Ja. Und wir sind so ein Bandkellerband ohne Perspektiven eigentlich. Wir haben darüber geschwätzt, dass irgendwie etwas muss gehen. Und dann haben wir selber das Konzert organisiert in Rappi. Und dann sind lustigerweise, also glücklicherweise, Leute von uns zugekommen, hey, kann man die Songs hören irgendwo? Und wir haben halt keine Aufnahmen gehabt. Und dann haben wir ziemlich gleich uns entschlossen, einen Songaufnahmetermin zu machen beim Bernd. Hey Bernd! Und haben drei Songs aufgenommen. Ja. Bei der ersten Dings, ja genau. An einem Tag. Und das ist vielleicht... Vier im Moment noch. Vier haben wir uns vorgenommen. Dreieinhalb. Ja, aber das war zu viel gewesen. Ja. Kleine Notiz. Aber man lernt. Auf jeden Fall, dort sind die halben Aufnahmen, eigentlich haben wir recht viel von Weitergehen schon aufgenommen. Mhm. Aber dann hat es einen Datencrash, ist es dann gewesen? Nein, ja, wir haben eigentlich dann aus dem sehr rohen, aus dieser sehr rohen Version, die wir mehr oder weniger als One-Take dort eingespielt haben im Studio, haben wir das noch verfeinert, haben Vocals nochmal gemacht, Gitarre nochmal neu eingespielt. Auch während dem Studio-Session-Termin Gitarre-Licks noch etwas geändert. Dort ist es abgesehen. Und dann ist der Song abgeschmiert. Die Files. Ja, wir haben das Gefühl gehabt, hey, wow, es ist eine mega coole Version geworden. Ja, genau. Alles hat gestummen. Und dann hat er sich umgebracht, der Song. Ja, er ist weg. Er war wirklich weg gewesen. Man kann sagen, irgendwie Lost in Space. Verschwunden,
Daten verloren. Ich glaube, das Schlagzeug war das einzige, das... Du siehst, ja. Von der ersten Aufnahme, oder? Ja, genau. Und der Bernd, danke vielmals für das. Ja. Hat etwa einen Tag oder mehr investiert für ein paar Nächte, um das probieren wiederherzustellen. Ja. Hat aber nicht funktioniert. Und irgendwann haben wir gefunden. So, so also, Glück vielleicht. Flucht nach vorne. Ja. Wir haben dann nochmal eingespielt und schlussendlich ist er ist, glaube ich, nochmal cooler geworden. Er ist wie nochmal reifer und wir haben gefunden, so, du Schluffi. Also nicht Bernd, du Schluffi, sondern die Song, du Schluffi. Irgendwie, das, dich packen wir. Der Song ist einfach, das ist immer ein bisschen ein Ziehen und ein Reissen um die Nummer. Ich fand, das macht es. Das boxen wir jetzt einfach durch. Mhm. Aber das Ziehen und Reissen hat ja nicht aufgehört, gell? Wo wir dann endlich aufgenommen haben. Das hat andere Kreise gezogen. Wir sind dann, ja, dann haben wir am Abend nochmal Aufnahmen gemacht. Müde am Abend, nach dem Arbeiten. Ja. Ein bisschen zu wenig genau angehört, ein bisschen das falsche Mikrofon genommen. Oder gemischte Mikrofon. Ja, also und dann nochmal eine Runde aufnehmen. Ja. Und schlussendlich, glaube ich, das Resultat, wie er jetzt tönt, sind wir mega happy. Ja. Wir haben unglaublich Freude. Auch ganz herzliches Dankeschön an alle Leute, die bei diesem Prozess dabei waren. Bei dem Song, bei der Entstehung. Es war nicht nur der Bernd im Studio, sondern also das ganze Team, der Dani Miller, der Hannes hat noch am Song geschafft. Schlussendlich ist der Song dann noch zum Marc Ebermann, zum Mix. Und das war dann für uns auch wirklich nochmal ein mega cooler Prozess, gewesen, um zu sehen, wie der dann klingt. Weißt, das ist ja immer etwas, was man sich vorstellen muss. Man geht ins Studio und dann ist das nicht am gleichen Tag, klingt das nachher so. Sondern es ist eigentlich ein unglaublich langer Prozess, ja, von Bearbeiten, von Mischen, von irgendwo noch Eintöpfchen setzen und dann hat vielleicht die Band noch Vorstellung. Und das ist vom Dezember letztes Jahr bis im Oktober dieses Jahr ist wirklich der Song eigentlich immer mal wieder so ein Thema gewesen. Oder wir sind irgendwo in einer Art und Weise dran gewesen und darum haben wir gefunden, wir feiern auch heute die Veröffentlichung von Weitergehen, wo wir wirklich stolz sind drauf und mega happy, dass wir den als nächste Single können auskoppeln können. Der Song hat dann aber nochmal eine Runde müssen zur Negativpresse durch. Er hat aufs Gleis müssen. Da hat sich nochmal umbringen wollen. Er ist auf die Schiene. Und da wollte nicht erweisen. Und das hat dazu geführt, dass wir mit dem Songvideo dann auch nochmal eine extra Schleife gemacht haben. Aber jetzt ist alles parat. Ja. Und es hat dann noch einen guten Zeitungsartikel unterwegs. Das hat dann mega gegeben. Weißt du, ich nehme mal die Flasche. Aber ich traue mich irgendwie nicht. Nein, aber das Ding spickt irgendwo durchs Zeug. Das ist gut. Ja, nur nicht in die Kamera rein und nicht in die Türste. Sonst ist es gleich. Weil es ist die Türste. Wir werden das jetzt auch natürlich noch spielen bzw. ablaufen lassen. Genau. Den Gleis entlang ablaufen lassen. Oder irgendwie Oli traut man nicht. Und dann natürlich, wenn wir auch irgendein Bierchen haben. Oder irgendwie was. Und kurz anstoßen mit uns virtuell. Genau. Das ist so ein Experiment, so eine Songvorstellung virtuell durchzuführen. Ihr könnt auch Fragen stellen, vielleicht sehen wir es und können es antworten. Ich habe wenn ich jetzt den Song will kaufen oder downloaden, wie müsste ich jetzt das machen als Laie? Vielleicht kannst du da noch etwas dazu sagen. Auf welchen Plattformen kann man den Song abladen oder kaufen? Oder wie würde das funktionieren am einfachsten? Im Moment kann man es kaufen auf iTunes oder Amazon oder Google. Und den Link findet ihr am besten einfach auf unserer Website unter spiegelbildband.ch. Zoberst hat es einen gelben Balken. Und dort sollte irgendwo der Link sein. Und dort findet ihr die weiterführenden Links. Und am Freitag kommt er dann raus auf Spotify und allen anderen Streaming-Plattformen. Wir haben das so ein bisschen zeitlich versetzt. Ist gut. Es hat mir schon mal was anderes. Geht gar nicht. Eine Flasche ist einmal heim. Ja, unbedingt. Wir machen uns parat. Ihr dürft euch daheim gerne auch parat machen. Es würde uns auch mega freuen, wenn ihr vielleicht einen kleinen Kommentar würdet posten wie euch der Song gefällt. Auch gerne teilen. Ist das gut? In eurem Profil. Das hilft uns unglaublich, um einfach auch einen Schritt weiterzukommen. Was wir uns natürlich als Band auch mega wünschen, dass wir nicht nur Musik irgendwo für unsere Band rumschreiben, sondern Musik ist gemacht, um gehört zu werden. Es ist aber in der heutigen Zeit unglaublich schwierig, eben, dass man gehört wird als Band.
jeder Klick und jeder Share auf Facebook oder Instagram oder natürlich folgen uns auf Spotify, das hilft uns unglaublich. Und wenn ihr am 7. November noch nicht los habt, dann kommt auf Zürich, das Barrio 5. Ja. Warten wir schnell. Haben genau, jetzt brauchen wir alles Glas. Ja. Ja. Und dann sagen wir zum Wohl. Und wir wollen den Song laufen. Und das ist weitergehen in der Stadt. Auf Stadt ganz allein, still vor mir. Wenn Schnee schweigt es mich an, es verreißt mich schier. Ich mag fast nicht warten, bis es morgen wird. Mit Wachen aus dem Traum. Ich habe das Gefühl, ich schnaufe im Nebel, es tut weh. Im Spiegelbild mein eigenes Gesicht nicht mehr gesehen. Frag mich nicht, warum und wieso. Ich kann es ja selber nicht verstehen. Hilf mir durchsehen. Nicht weniger, nicht mehr. Mich mehr auf dich zu verlassen. Mit dir weitergehen. Die Sonne mit dem Gesicht. Ich kann nicht reden, jedes Wort scheinbar verbricht. Laufen und bleiben doch stehen. Die Zeit will einfach nicht vergehen. Hilf mir durchsehen. Nicht weniger, nicht mehr. Mich mehr auf dich zu verlassen. Mit dir weitergehen. Ist das alles das, was ich sehe? Hoffnung wächst, sie verändert. Nimm mein Herz, mach alles neu und hilf mir durchsehen. Oh, nicht weniger, nicht mehr. Ganz einen schönen Abend. Ist cool, habt ihr reingeschaut. Geniessen.